Zum Beispiel, die Gefährten sagen, es gibt ein Leben im Grab und Menschen werden belohnt oder bestraft im Grab. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, nein, das ist nicht richtig. Und die Ayat im Koran, das sind nur Metaphern. Das ist nicht die Wahrheit. Also das, es ist nicht so, dass es die Tatsache ist. Sondern das sind einfach nur Bilder, um dem Menschen nahe zu bringen, dass er doch Allah anbeten soll. Ansonsten, es gibt keine Strafe im Grab. Oder andere sagen, diese ganzen Früchte, die erwähnt werden im Paradies, die Allah Azza wa Jalla im Koran erwähnt, das ist nicht so, dass es tatsächlich diese Früchte gibt. Genau die. Nein, das ist nur ein bildliches Gleichnis, damit wir verstehen, im Paradies gibt es schöne Sachen. Da fragen wir uns, also diese Sache, die du jetzt von dir gegeben hast, würdest du bitte uns gerne sagen, welcher Gefährte das gesagt hat? Gibt keinen. Ja, dann ist alles klar. Dann wissen wir, dass deine Aussage falsch ist. Denn die Gefährten haben gesagt, es gibt ein Leben im Grab. Die Gefährten haben gesagt, es gibt die Bestrafung im Grab. Die Gefährten haben gesagt, es gibt die Früchte im Paradies. So haben sie die Ayat und die Ahadith im Koran und in der Sunna verstanden. So haben sie es verstanden. Und von daher können wir jetzt nicht kommen und sagen, nein, das Verständnis der Gefährten ist falsch. Das ist sehr wichtig in der Aqidah.